Hallo, liebe Community. Habt ihr euch eigentlich jemals Gedanken darüber gemacht, wer von unseren 6 Lieblingen eigentlich die Person sein wird, welche in der Zukunft am ehesten abstrahieren und für immer von der Bildfläche verschwinden wird? Unser derzeitiger Cast besteht aus Gengel, Zubel, Kinga, Raggeta, Jax und Pomni. Wer von ihnen wird also der bzw. die Nächste sein? Wer wird bis zum Ende bleiben? Ist es doch so offensichtlich, wie man glaubt? All das rund um dieses Thema erfahrt ihr hier und jetzt in diesem Video. Falls ihr euch direkt etwas über einen bestimmten Charakter anhören wollt, könnt ihr das unten in der Wiedergabe machen. Dort habe ich das Video in kleine Kapitel eingeordnet. Ansonsten schaut einfach gerne durch. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf Platz 6 ist Zubel. In der Pilotfolge war klar zu erkennen, wie Zubel üblicherweise so drauf ist. Sie wurde von Gloinks in Einzelteile zerlegt, entführt und von Gloinkween verschluckt. Und naja, dafür, dass das alles passiert ist, hat sie das ziemlich cool überstanden. Sie scheint mir jemand zu sein, den man schwer aus der Fassung bringen kann. Ihr ist die meiste Zeit alles egal und nimmt alles so hin, wie es ist. Zubel hat keine emotionale Bindung zu den anderen Charakteren und scheint mir im Allgemeinen auch ein ziemlich emotional kühler Mensch zu sein. Ich mag ihren Charakter und ihre Einstellung. Nichtsdestotrotz ist es nicht komplett auszuschließen, dass Zubel abstrahieren kann. Es gibt viele Menschen, die mit einer ähnlichen Einstellung durchs Leben gehen. Es ist eine Frage des Durchhaltevermögens und der Ausdauer. Zubel hasst es, im digitalen Zirkus zu sein und sie sieht keinen Ausweg heraus. Sie kann also nichts gegen ihre aktuelle Ausgangssituation tun. Natürlich wäre es dann am schlausten, sich selbst einzureden, dass alles okay ist. Dieses Verhalten wird übrigens als Resignation und Resilience beschrieben und kommt aus der Psychologie. Ich erkläre euch im Schnelldurchlauf anhand von Beispielen kurz und einfach, was diese beiden Abwehrmechanismen, also Resignation und Resilience, bedeuten. Resignation ist, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts ändern kann und sich einfach damit abfindet. Stell dir vor, du versuchst ein Spiel zu gewinnen, aber du denkst, dass du sowieso nicht gewinnen kannst. Also spielst du nicht mehr aktiv mit und akzeptierst, dass du verlieren wirst. Das ist wie Resignation. Resilience bedeutet, dass man stark ist und mit schwierigen Situationen umgehen kann. Stell dir vor, du bist wie ein Gummiband. Wenn etwas Schwieriges passiert, biegst du dich, aber du brichst nicht. Stattdessen springst du zurück und bist wieder stark. Das ist wie Resilience. Resignation ist, wenn man aufgibt und denkt, dass man nichts ändern kann, während Resilience bedeutet, stark zu bleiben und mit Problemen umzugehen, egal wie schwer sie sind. Und genau das beschreibt Zubels Verhalten. Ihr ist alles egal, aber sie zerbricht nicht daran. Zumindest hoffen wir das. Vielleicht weint sie ja oft, wenn sie allein in ihrem Zimmer ist und mal nicht vor den anderen auf stark tun muss. Gehen wir zur nächsten Person. Auf Platz 5 ist Kinga. Und ja, er ist bewusst auf Platz 5 und ich erkläre euch auch direkt, warum das so ist. In der Pilotfolge haben sowohl Jax, Zubel und Raggeta Kommentare zu Kingas mentaler Gesundheit gemacht. Sie alle glauben, dass Kinga die nächste Person ist, die abstrahiert. Aber es spricht auch einiges dagegen. Kinga ist von allen am längsten im Zirkus. Er weiß, wie die Dinge laufen. Er hat viele Charaktere kommen und gehen sehen. Viele sind vor ihm abstrahiert und Kinga ist letztendlich immer noch da. Erinnert ihr euch an die durchgestrichene Schachfigur an einer der Türen im Flur? Man vermutet, dass es seine Frau oder ein Familienmitglied von ihm war. Also jemand, dem Kinga viel bedeutet hat. Ob nun Frau oder Familienmitglied, Fakt ist, dass sie ebenfalls abstrahierte und Kinga hat selbst diesen Schicksalsschlag überstanden. Was soll also noch großartig passieren, was schlimmer sein kann als das, was Kinga bereits ertragen musste? Kinga scheint ebenfalls einen hohen Widerstand zu haben, also ein starkes, biegsames Gummiband zu sein, ihr erinnert euch. Aber allein das schützt nicht vor traumatischen Ereignissen. Kinga hat viel durchgemacht und das sieht man ihm an seinem Verhalten an. Er vergisst viel und tut Dinge, die eher komisch sind. Ich vermute, dass er extra gelernt hat, alles schnell zu vergessen, damit er auch die schweren Erlebnisse wie den Verlust seiner Frau bzw. des Familienmitglieds vergisst. Dieses Verhalten wird übrigens auch Verdrängung genannt. Armer Kinga. Gehen wir zur nächsten Person. Auf Platz 4 haben wir Gengel. Gengel ist im Vergleich zu den anderen wesentlich emotionaler und zeigt dies auch nach außen. Man konnte also gut in der Pilotfolge sehen, wie emotional stabil bzw. wie emotional instabil sie ist. Sie ist die meiste Zeit melancholisch, also traurig und bedrückt. Würde ich jetzt sagen, dass sie deswegen stark gefährdet ist, zu abstrahieren? Nicht wirklich. Sie scheint mit der Situation im digitalen Zirkus zu sein, gut klarzukommen. Natürlich ist Gengel nicht die fröhlichste, aber nur weil man nicht fröhlich ist, heißt es nicht, dass man auch verrückt ist oder wird. Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, wie sie von den anderen im Zirkus behandelt wird. Ja, ich rede von dir, Jax. Jax hat Gengel etwas auf dem Kicker und sie musste allein in der Pilotfolge viel unter ihm leiden. Gooseworks bestätigte sogar, dass Jax noch schlimmer und gemeiner in den kommenden Folgen wird, als er ohnehin schon ist. Es könnte also gut sein, dass sie zunehmend von Jax gemobbt wird und zwar so stark, dass sie anfängt, depressiv zu werden, bis hin zur Abstrahierung.
Gehen wir zur nächsten Person. Auf Platz 3 haben wir Jax. Jax ist mysteriöser als man denkt und er ist jemand, der nicht alles preisgibt, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Nach außen scheint Jax emotional stabil zu sein, aber sein Verhalten auf der anderen Seite ist sehr auffällig und besonders. Die naheliegendste Annahme ist, dass ihm einfach langweilig im digitalen Zirkus ist und er sich nach etwas Aufmerksamkeit und Unterhaltung sehnt und das deshalb der Grund ist, warum er die anderen schlecht behandelt. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass er in der Pilotfolge sagt, dass er macht, was immer er möchte, solange den Leuten um ihn herum lustige Sachen passieren. Aber warum ist er jetzt auf Platz 3, wenn es ihm anscheinend so prima geht? Nun ja, er weiß eben viel mehr als die anderen. Er besitzt sämtliche Schlüsse zu den Zimmern der anderen und das nicht einfach ohne Grund. Ich bin der Meinung, dass er verzweifelt nach einem Ausgang sucht und alles in seiner Macht Stehende versucht, um diesem Ziel näher zu kommen. Und er dabei Dinge erfahren hat, die anderen nicht wissen. Er kennt dabei keine Grenzen. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Jax versucht, alle Schlüsse zu sammeln, weil er denkt, dass es einen bestimmten Schlüssel geben muss, der die Tür zum Ausgang aus der digitalen Welt öffnet. Es gibt sogar eine Theorie, die sagt, dass Jax mit Kane zusammenarbeitet, damit er einen Ausgang finden kann. Wenn man das jetzt alles in Betracht zieht, dann sieht Jax gar nicht mehr so gut aus. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis ihm die Verzweiflung zu Kopf steigt und er schlussendlich daran abstrahiert. Ich bin mir sicher, dass es viele von euch gibt, die das gut finden würden, wenn Jax abstrahiert. Aber ich weiß auch, dass es auch echt viele von euch gibt, die Jax als ihren Lieblingscharakter sehen. Ich bin also echt gespannt, was mit ihm in den nächsten Folgen so passieren wird. Gehen wir zur nächsten Person. Auf Platz 2 haben wir Regatta. Und wisst ihr, was das ebenfalls heißt? Das heißt, dass Pomni auf Platz 1 ist. Aber ich kann euch direkt etwas beruhigen. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Pomni ist deswegen auf Platz 1, weil sie am offensichtlichsten nach einem Ausgang sucht. Das muss aber nicht gleich heißen, dass sie deswegen abstrahiert. Oder etwa doch? Ich bin etwas fies heute und möchte euch nur etwas auf die Folter spannen. Natürlich könntet ihr jetzt vorspulen, aber dann würdet ihr nicht erfahren, warum Regatta nicht auf Platz 1 ist. Machen wir doch direkt weiter mit ihr. Regatta hasst es, im digitalen Zirkus zu sein und würde viel lieber von hier verschwinden. Nichtsdestotrotz versucht sie immer gut gelaunt zu sein und alles unter Kontrolle zu behalten. Das ändert aber leider nicht die Tatsache, dass sie sich damit schwer tut zu akzeptieren, dass sie jetzt im digitalen Zirkus gefangen ist. In der Pilotfolge gab es einen Moment, wo sie etwas die Fassung verloren hatte und das war, als sie von Pomni gefragt wurde, warum niemand nach dem Ausgang sucht. Sie antwortete darauf, dass man irgendwann realisiert, dass man diesen Ort nicht verlassen kann und dass es einen verrückt werden lässt, wenn man die ganze Zeit versucht, dieses nie erreichbare Ziel hinterher zu jagen. Und dass es dann so weit geht, dass man den Sinn des Ganzen hinterfragt, man seine eigene Identität verliert und sich fragt, warum man überhaupt noch am Leben ist. Klingt doch ziemlich düster, findet ihr nicht? Man kann also sagen, dass Regatta nicht wirklich emotional stabil ist und nicht mehr viel fehlt bis hin zur Abstraktion. Und zu guter Letzt kommen wir zu Platz 1. Pomni. Wie ich bereits gesagt habe, ist sie deswegen auf Platz 1, weil sie von allem am offensichtlichsten nach einem Ausgang sucht. Das kann natürlich daran liegen, dass sie noch die Neueste im digitalen Zirkus ist und sich noch nicht an das Leben dort gewöhnt hat. Aber sollte sich das nicht ändern, dann kann ich euch direkt sagen, dass Pomni genauso schnell wieder verschwinden wird, wie sie hergekommen ist. Ich bin echt gespannt, wie Pomni so in der zweiten Folge drauf ist. Aber jetzt heißt es bis Mai abwarten, denn dann kommt die zweite Folge, wo wir endlich erfahren werden, wer abstrahieren wird. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen, euer Gepetto. Ciao.